Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Matthias Morbitzer. Ich bin zurzeit TU-Student, Master, schreibe gerade meine Masterarbeit am DLR. Und heute erzähle ich euch was über Exoplaneten, wie man sie findet und was man da bisher so gefunden hat und ja, generell wozu die da sind. Zuerst rede ich ein bisschen über die Methoden, wie man sie findet. Letztendlich dann, was die Ergebnisse bis heute sind und was die Perspektiven für die nächsten Jahrzehnte sogar werden. Fangen wir mit den Methoden an. Vorher machen wir noch ein bisschen Definitionskram. Also die Internationale Astronomische Union, IAU, hat festgelegt, was ein Planet ist und somit auch, was ein Exoplanet ist. Die Masse muss kleiner sein als 13 Jupitermassen. Wenn das Ganze größer wird, dann fängt das Ganze an, innen drin instabil zu werden und der Fusionsprozess fängt irgendwann an zu zünden und dann bezeichnet man das schon als braunen Zwerg und schon gar nicht mehr als Planeten. Das ist so die Grenze, 13 Jupitermassen. Gleichzeitig muss aber der Durchmesser größer als 20.000 Kilometer sein, ansonsten ist es halt irgendein Brocken oder ein Wölkchen, was da rumfliegt. Wenn die beiden Kriterien erfüllt sind, dann ist es schon mal ganz gut, weil dann ist nämlich das zweite Kriterium auch so gut wie erfüllt. Das Ganze braucht eine stabile Form. Das heißt, es darf nicht irgendwie noch in sich zusammenfallen aufgrund von Gravitation oder noch expandieren als Rest von einer Explosion, sondern das Ganze muss stabil sein und dann nimmt das auch eine relativ runde Form an. Dann ein weiteres Kriterium, was lange umstritten war, ist, das Objekt muss einen Stern umkreisen. Für einen Planeten in unserem Sonnensystem, also keinen Exoplaneten, muss gelten, er muss die Sonne umkreisen. Und für einen Exoplaneten dann, er muss seine Sonne umkreisen. Aber es gibt jetzt auch Objekte, die im freien Weltall so rumfliegen, die hat man gefunden. Das ist auch noch ein bisschen umstritten, aber auf jeden Fall ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass es auch sowas gibt. Die zählen nicht zu Exoplaneten, sondern zu, ja, freifliegender Materie oder irgendwie sowas in der Art. Dann das letzte Argument ist, das Objekt muss das dominante Objekt seiner Umlaufbahn sein und nicht so wie der kleine Exoplanet Pluto, der eben innerhalb seiner Umlaufbahn noch viele andere ähnlich große Objekte hat, die eben dann auch alle Planeten sein müssten. Oder jetzt im noch weiter draußen gibt es ja auch noch größere Objekte, die eben auch nicht als Planeten zählen, aber da würde unser Sonnensystem um nochmal 10 Planeten erweitert werden. Das wäre ja langsam ein bisschen unübersichtlich. Deswegen das dominante Objekt der Umlaufbahn, also man hat irgendwie alles eingesammelt oder eingefangen. Monde zählen ja auch dann irgendwie dann doch zum Planeten noch dazu. Und ja, das sind die Kriterien für einen Exoplaneten. Dann kommen wir jetzt zu den Methoden. Zuerst hätten wir da die Radialgeschwindigkeitsmethode oder im Englischen Radial Velocity. Dabei geht es darum, dass der Planet und der Stern, die drehen sich beide um ein gemeinsames Massezentrum, also machen irgendwie so eine Bewegung. Und wenn sich dieser Stern jetzt in der Sichtlinie ändert, dann sorgt der Doppler-Effekt dafür, dass die Wellen, die Lichtwellen, die der Stern da abstrahlt, rot oder blau verschoben sind. Diese Schwankung kann man messen. Die ist zwar sehr, sehr schwierig zu messen und es bedarf auch einiges an technischer Finesse, um das letztendlich zu messen, aber es ist geglückt und so wurde auch der erste Exoplanet letztendlich gefunden. Was man jetzt hiermit bestimmen könnte, wäre zum einen die Masse mal die Sinus mal von der Inklination des Planeten, weil es kann ja sein, dass der Stern jetzt hier im Raum liegt und der Planet sich so bewegt, dann würde der Stern hier so eine Bewegung machen. Wir können aber nur diesen Teil messen, also das, was von uns weg und auf uns zukommt. Wenn der Planet sich jetzt in der Sichtebene dreht, dann ist die Auslenkung des Sterns natürlich viel stärker. Deswegen ist dann noch dieser Faktor Sinus von der Inklination mit drin. Zum anderen können wir natürlich sehen, mit welcher Periode sich der Stern bewegt und damit können wir die Periode des Planeten beziehungsweise dann die orbitale Distanz des Planeten bestimmen. Also ob er dann letztendlich interessant wird für weitere Untersuchungen oder welche Untersuchungen, das kann man damit rauskriegen, unter anderem. Beispielhafte Instrumente wäre jetzt hier das HAPS vom La Silla Observatory oder die HIRES auf Hawaii von den
Keck-Teleskopen, das sind beides sehr große Spektrometer, mit denen eben diese feine Linienauflösung möglich ist. Die zweite Methode, die ich euch vorstellen möchte, ist die Transit-Methode. Das ist auch eine von den zwei dominanten Methoden. Dabei zieht der Planet an dem Stern vorbei in Sichtlinie zum Beobachter und dieser kleine rote Punkt verdunkelt dann natürlich einen gewissen Teil des großen gelben Punktes, genannt Stern. Das heißt, wenn wir hier die Helligkeit des Sterns gegenüber der Zeit auftragen, sehen wir hier so einen kleinen Dip, wo das Ganze dunkler wird. Und hier kann man jetzt aus dem Verhältnis, wie viel abgedunkelt wird, berechnen, wie das Verhältnis des Planetenradius zum Sternradius ist. Wenn man jetzt eine andere Messung hat, mit der man den Sternradius vermessen kann, dann kriegt man auch den Planetenradius raus. Natürlich sind diese Dips dann periodisch und je nachdem, welche Periode das hat, kann man auch hier die orbitale Distanz des Planeten berechnen, beziehungsweise dann seine Umlaufzeit bestimmen. Zum einen werden hier die Instrumente NGTS, das Next Generation Transit Survey in Chile, das gerade sich im Aufbau befindet und mittlerweile sogar schon First Light hatte. Ansonsten wären Corot und Kepler zu nennen. Das sind zwei Satelliten, die die Erde begleiten. Die sind, glaube ich, um Lagrange-Punkt. Aber ist auch egal, wo die rumschweben, auf jeden Fall. Mit denen wurden viele, viele Planeten entdeckt. Gerade Kepler hat im letzten halben Jahr nochmal 1000 Planeten auf den Planetenmarkt geworfen, oder 800 irgendwas waren es. Also, und mit dieser Veröffentlichung wurde die Zahl der bekannten Planeten quasi verdoppelt. Also es gibt auch noch viel, viel zu entdecken dort oben. Das ist noch lange nicht alles entdeckt. An der Stelle habe ich ein kleines Video vorbereitet. Einfach nur mal, um diesen Transit zu zeigen. Ja, hier sieht man jetzt die Sonne. Der Mond zieht dabei daran vorbei. Und im Großen und Ganzen sieht man natürlich dann diese Scheibe, wie sie hier rüber wandert, und in der Zeit ist der Stern natürlich dunkler. So. Ja, weiter geht's. Als nächstes wäre die Gravitationslinsenmethode noch relativ bekannt. Dabei zieht der Stern mit seinem Planet vor einem Hintergrundobjekt, zum Beispiel einer Galaxie oder einem anderen weit entfernten hellen Stern, vorbei. Und das Licht dieser Hintergrundquelle wird um den Stern und um den Planeten gebeugt. Dabei sorgt der Planet nochmal für eine eigene Beugung, und während man dieses Linienprofil des Sterns sieht, sieht man dann nochmal einen kleinen Dip für den Planeten. Und wenn man diese Dips eben findet, die sind relativ stark, kann man eben sagen, okay, da ist irgendwie ein Planet von der und der Masse. Das Problem ist, dass wenn der Stern jetzt hier irgendwie langkommt, dann kommt er nicht zurück, sondern das ist halt eine Einmalmessung und man kann das halt irgendwie nicht bestätigen, sondern das sind halt absolute Glückstreffer. Dafür ist dann das Ogle Project dabei zuständig, und das ist ein Projekt, was viele Teleskope zusammenfasst zu einem Netzwerk, und jedes Mal, wenn irgendwie so ein Dip detektiert wird, wird das halt irgendwie weitergegeben oder veröffentlicht oder wie auch immer. Dann natürlich noch das, was auf der Hand liegt, Direct Imaging, also ein Foto von einem Planeten schießen. Hier hat man jetzt einen Planeten, ich glaube Fomalhaut ist das, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen. In diesem ganzen Wust sieht man hier einen hellen kleinen Fleck. Jetzt kann man natürlich denken, das kann ja irgendwas sein. Wenn man jetzt aber diesen Wust über eine längere Zeit beobachtet und stellt fest, dieser Fleck bewegt sich einmal in einer Zeit X hier rum, dann kann man schon sagen, okay, das ist irgendwas Helles, was sich da bewegt, und das ist dann schon ein Planeten. Was man damit machen kann, ist zum einen natürlich die Distanz zum Stern bestimmen, auch natürlich nur auf der Beobachterebene, nicht die reale Distanz, wenn das jetzt irgendwie so gekippt ist. Könnte sein. Zum anderen kann man aber bestimmen, wie hell der Planet ist oder wie groß. Das ist ein bisschen problematisch, weil er könnte entweder groß sein oder besonders hell. Deswegen ist das nicht so ganz klar. Und ein Instrument hierfür ist das Very Large Telescope 1, das sich auch noch im Aufbau befindet, aber jetzt auch demnächst in Betrieb gehen soll. Andere Missionen, andere Methoden wären dann noch die Astrometrie. Dabei beobachtet man einfach einen Stern am Himmel, und wenn der anfängt, sich irgendwie so zu bewegen, dann dreht er sich ja auch um irgendwie ein Gravitationszentrum mit seinem Planeten.
Und bislang ist es schwer, diese Bewegung so gut aufzulösen, dass man sagen könnte, okay, man kann die Bewegung von einem Planeten auflösen. Das sind dann irgendwie so 11 Meter pro Sekunde. Und das über eine Distanz von mehreren zig Lichtjahren, das ist schon schwierig. Aber das Ziel der Gaia-Mission ist unter anderem eben das Detektieren von Planeten mittels Astrometrie. Ansonsten kann man noch die Transit-Timing-Variation nehmen. Das bedeutet, wenn zwei Planeten aneinander vorbeiziehen, dann wird das passieren, dass der eine Planet den anderen beschleunigt oder abbremst, je nachdem, wie sie zueinander stehen. So wurde der Neptun zum Beispiel vorausgesagt. Man hat die Bewegung des Uranus gemessen und festgestellt, okay, da ist irgendwas, was seine Bewegung stört. Der bewegt sich nicht nach den keplerischen Gesetzen. Dann hat sich ein Mathematiker hingesetzt und hat gesagt, ich komme auf die Lösung, dass es dort eben noch einen Planeten gibt, der den Uranus in seiner Bahn stört. Und so wurde dann relativ präzise der Neptun vorausgesagt und Astronomen über die ganze Welt waren dann drauf und dran, diesen Planeten zu finden. Und irgendwann ist es dann auch geglückt und Neptun war entdeckt. Ja, Parameter des Planeten, das ist das, woran man eigentlich interessiert ist. Natürlich kann man, wenn man die Masse und den Radius, also die Größe des Planeten hat und vorausgesetzt, er ist rund, die Dichte bestimmen. Und jetzt liegen natürlich hier verschiedene Dichtebereiche vor. Die Erde liegt jetzt zum Beispiel hier. Das wären jetzt, ja, also wenn man eine zweite Erde finden will, dann muss man hier hingucken. Wenn jetzt aber der Planet aus reinem Eisen zum Beispiel bestehen würde, dann würde er abhängig von seiner Größe irgendwo in diesem Bereich hier liegen. Wenn man dann sagt, okay, man hat die Hälfte Eisen und die Hälfte Magnesium-Silizium-Trioxid, dann wäre das hier. Und so kann man das für verschiedene Stoffe durchkauen. Für Gasplaneten wäre das irgendwo hier oben, also das passt dann schon gar nicht mehr auf das Diagramm drauf. Aber man versucht das dann irgendwie zuzuordnen, wenn man eben Masse und Radius kennt, indem man zum Beispiel verschiedene Beobachtungsmethoden kombiniert, dann kann man das rauskriegen. Dann kann man sowas bestimmen. Dabei gilt es dann die Klassifizierung erdähnlich oder Supererden, was man dann oft in den Nachrichten auch hört, das ist dann alles bis zu 10 Erdmassen und gleichzeitig aber irgendwie gesteinsartig oder felsartig mit eventuell ein bisschen Gas. Also ein reiner Felsplanet wäre ja auch wieder schlecht, weil der wäre wieder viel zu schwer. Dann gibt es die Klassifikation Eisplanet. Das wäre das, was Uranus und Neptun sind, also sehr kalt, sehr eisig. Und natürlich Gasplanet oder Gasriese. Gasplaneten sind auch relativ neu, dass man einen Planeten hat, der so groß ist wie die Erde und nur aus Gas besteht. Man dachte vorher, das wäre gar nicht stabil, aber ist es jetzt wohl doch. Ja, die gibt es natürlich auch. Dann als nächsten Punkt betrachtet man dann, ob der Planet in der habitablen Zone liegt. Das bedeutet, dass der Planet sich in einem Abstand befindet, in dem die Energie, die die Sonne dem Planet durch Licht eben übermittelt, dazu ausreicht, Wasser flüssig zu machen. Aber es darf auch wieder nicht zu heiß sein, das ist dann die innere Grenze. Wenn zu viel Energie kommt, dann verdampft das Wasser und man hat wieder gasförmiges Wasser oder eine Dampfatmosphäre. Das will man ja auch nicht. Man sucht ja die zweite Erde und das liegt dann irgendwo hier in dem Bereich. Wobei das hier so blau ausläuft, weil da ist man sich auch nicht ganz einig, kann der Treibhauseffekt damit eine Rolle spielen oder gibt es andere Möglichkeiten, wenn man andere Stoffe noch dabei hat. Und ja, also das ist einfach noch Stand der Diskussion heute. Zum anderen, was man noch bestimmen kann, ist das Albedo eines Planeten. Das bedeutet, wie viel Licht der Planet reflektiert. Wenn man jetzt hier mal zum Beispiel bei der Transit-Methode, sieht man das sehr gut, sich hier diese Lichtkurve anguckt und jetzt zieht hier dieser Planet vorbei und dann sieht man hier irgendwie noch was ganz Kleines. Dann vergrößert man sich diesen Ausschnitt, man sieht schon hier geht es weit runter, das ist dann der Punkt, und man sieht hier einen zweiten Dip, einen ganz kleinen. Das passiert dann, wenn der Planet, der zieht vor dem Stern vorbei, dann kommt dieser Punkt und dann dreht er sich ja weiter, wird vom Stern beschienen und reflektiert ein Stück vom Sternenlicht. Deswegen geht das hier wieder nach oben. Bis er dann hinter dem Stern steht und natürlich quasi wie ein kleiner Spiegel nochmal dahinter steht und mehr Licht reflektiert, dann im nächsten Schritt ist der Planet hinter dem Stern und hier sieht man dann nur das Sternenlicht alleine. Irgendwann kommt er wieder hinten vor und sieht wieder diesen kleinen Spiegel, bis er letztendlich uns die Schattenseite zukehrt und man wieder nur den Stern sieht und dann
kommt wieder der Transit und der Planet ist wieder vorne. Das ist eine Albedo-Bestimmung. Dann als nächstes wäre natürlich das Alter des Planeten interessant. Das ist stark natürlich an das Alter des Sterns gekoppelt. Dafür gibt es verschiedene Verfahren, das zu bestimmen, zum Beispiel Astroseismologie. Dabei misst man interne Schockwellen, die durch den Stern laufen. Das sagt uns natürlich dann, wenn der Planet jetzt zum Beispiel erst 300.000 Jahre alt ist, dann wissen wir noch nicht, ob der stabil auf seiner Umlaufbahn läuft, ob der irgendwann mal rausfliegt oder ob der gerade eingefangen wurde, das ist alles noch unbekannt. Wenn der jetzt aber zum Beispiel schon 4 Milliarden Jahre alt ist, dann kann man davon ausgehen, okay, der ist da irgendwie stabil gebunden und wird jetzt nicht in nächster Zeit da raushüpfen. Das andere wichtige Kriterium für Leben auf einem anderen Planeten, weil das ist ja das, was wir nun letztendlich suchen, wären die sogenannten Biomarker. Dabei ist schwierig zu definieren, was ist ein Biomarker, denn wir wissen ja gar nicht, was gibt es dort für ein Leben. Man orientiert sich da natürlich an dem, was wir hier auf der Erde kennen und die Moleküle, die für uns kennzeichnend sind, die nur durch Biomasse bzw. durch die Biologie entstehen können, das wären natürlich die absolut hundertprozentigen sicheren Biomarker. Es gibt aber viele Moleküle, die zum Beispiel durch Atmung oder Verdauung oder was auch immer entstehen, gleichzeitig aber auch in gewissem Maße natürlich vorkommen, durch Erosion, durch Wasserprozesse oder sonst irgendwas. Vulkanismus ist auch oft mit dabei. Und da gibt es dann hier eben so eine Pyramide, hat man sich überlegt. Dabei sind ganz oben natürlich die, wo man sagt, okay, das gibt es jetzt nur durch Biologie. Und das wäre hier O3, denn O3 an sich ist gar nicht stabil, das muss regelmäßig nachproduziert werden, also Ozon wäre das, da durch die Sonneneinstrahlung das Molekül zerschossen werden würde und in O2 zerfällt. Wenn jetzt aber diese Biomasse auf dem Planeten regelmäßig für Nachschub sorgt, kann man ein gewisses Level an O3 feststellen. Dasselbe gilt auch für Stickstoffoxid. Für den Rest, das ist so eine heikle Sache, weil, ja, also da sind sich Chemiker ja auch nicht einig. Wie bestimmt man jetzt die Atmosphäre von einem Planeten, der so weit weg ist? In dem Moment, wo er vor dem Stern vorbeizieht, dringt ein kleines Stückchen von dem Sternenlicht durch die Atmosphäre des Planeten. Und das kann man wiederum spektroskopisch analysieren, was natürlich relativ schwer ist, weil das sehr, sehr wenig Licht ist, was da durchkommt. Aber es ist in der Theorie möglich und das wird auch schon versucht. Geschichte und Rekorde. Ja. Also das sind Michael Major und Didier Queloz, heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Die beiden haben 1995 den ersten Planeten mit der Radial Velocity Methode entdeckt und warten seitdem darauf, irgendwann mal den Nobelpreis dafür zu bekommen. Noch haben sie es nicht geschafft, aber wer weiß. Bislang wurden 1145 Systeme entdeckt mit insgesamt 1832 Planeten. Da sieht man natürlich, dass jeder Stern im Durchschnitt mehr als einen Planeten hat, von denen, die überhaupt Planeten haben. Erste Hochrechnungen ergeben, dass, glaube ich, jeder Stern im Durchschnitt 1,5 Planeten hat oder sowas. Ein weiterer Rekord ist 7 Planeten für einen Stern, außer natürlich die Sonne. Das wäre das Kepler-90-System. Oder auch ein interessanter Rekord ist ein Vierfachsystem, das bedeutet 4 Sterne gravitativ gebunden, die sich umeinander drehen und einer davon hat sogar einen Planeten. Also, dass sowas stabil ist, das hat man dachte schon bei einem Doppelsternsystem wäre das nicht stabil, aber das ist sogar ein Vierfachsystem. Das ist die Liste oder die grafische Darstellung aller bekannten gefundenen Planeten vom Stand 24.10., also jetzt gut eine Woche alt. Man hat hier aufgetragen die Masse des Planeten in Jupitermassen und die Umlaufzeit des Planeten in Tagen. Ich habe mal gekennzeichnet hier dieses rote X, oder da wo sich die roten Linien kreuzen, das wäre etwa dort, wo die Erde ist. Diese grüne Linie kennzeichnet die obere Grenze mit 10 Erdmassen für
Supererden. Also alles, was da drunter ist, könnte potenziell eine Supererde sein. Natürlich, je weiter das am Stern dran ist, desto heißer ist es da. Außer der Stern ist wieder kälter, dann kann das natürlich auch näher ranrutschen, wie man vorhin im Diagramm gesehen hat. Jetzt fällt natürlich auf, dass hier das Ganze relativ leer ist. Das liegt nicht daran, dass es da nichts gibt. Das liegt daran, dass wir das noch nicht detektieren können, dass unsere Instrumente noch nicht fein genug sind. Und dafür sind dann eben zukünftige Missionen da. Interessante Kandidaten, die man bis jetzt gefunden hat, wären zum Beispiel das Gliese 667CC. Das ist ein Trinärsystem, deswegen hat es den großen Buchstaben C, das steht für den dritten Stern. Dabei ist es der als drittes entdeckte Planet mit dem kleinen Buchstaben C. Man hat ausgerechnet, dass der eine Masse von über 4,39 Erdmassen hat. Das liegt dann natürlich dann wieder darum, wie er im Raum gelagert ist. Aber vorausgesetzt, er bewegt sich in der Sichtlinie und wirklich mit Sinus 90 Grad, dann sind das eben diese 4,4 Erdmassen. Das Ganze ist 23,6 Lichtjahre entfernt, was natürlich kosmische Nachbarschaft ist, wenn man das mal so betrachtet. Weiter geht es dann mit Gliese 581c mit 5,5 Erdmassen als untere Grenze mit einer Distanz von 20,3 Lichtjahren. Gliese 163c mit 7,2 Erdmassen und 49 Lichtjahren, der ist schon ein bisschen weiter. Und die vielversprechendsten Kandidaten sind eigentlich die Kepler-Kandidaten, aber die sind halt relativ weit weg mit 1200 Lichtjahren. Also Kepler hat schon eine relativ große Reichweite, was das angeht. Allerdings sind hier die Massen sehr schwer zu bestimmen, weil Kepler lediglich mit der Transitmethode observiert und nicht mit Radialgeschwindigkeit, sodass man da das irgendwie kombinieren könnte, um herauszubekommen. Aber es gibt auf der anderen Seite noch viel, viel mehr Kandidaten. Das sind jetzt so die Top 5 der erdähnlichen Planeten, wenn man es so will. Von denen hier liegen alle in der habitablen Zone ihres Sterns. Hier ist auch mal ein bisschen systematisch dargestellt. Kepler 22 ist ein bisschen kälter als die Sonne, deswegen ist diese habitable Zone ein Stück weiter innen. Und Kepler 22, B ist es? Ja, B steht ja hier. Der liegt am inneren Rand der habitablen Zone, also Pi mal Daumen dort, wo die Venus liegt. Könnte also ziemlich warm sein, aber wenn der wenig CO2 in seiner Atmosphäre hat oder wenig Treibhausgase, dann könnte das dort relativ angenehm sein. Ja, dann zum Schluss komme ich dann nochmal auf die Perspektiven der Astronomie und der Planetenphysik zu sprechen. Da gibt es zunächst die K2-Mission. Das bedeutet, der Kepler-Satellit, der funktioniert ja an sich ja noch, also will man den noch weiterhin benutzen. Und man verwendet ihn quasi einfach noch ein bisschen weiter. Leider ist allerdings dabei oder bei seiner Mission bisher das Gyroskop kaputt gegangen. Das heißt, der Satellit kann sich im Raum nicht mehr drehen. Und man ist darauf angewiesen, dass man ihn jetzt mit Schubdüsen steuert, was natürlich relativ schwierig ist, da die Schubdüsen für den Transport und nicht für die Lage im Raum zuständig sind. Das heißt, der Satellit hat im Laufe seiner Zeit immer nur feste Felder, die er beobachten kann, und danach kann er sich einfach nicht mehr dorthin bewegen, um weiter zu beobachten. Ich glaube, eine Phase ist, glaube ich, ein Monat oder sowas. Also es ist relativ eingeschränkt. Aber es funktioniert noch, und Kepler hat ja gute Dienste erwiesen bisher. Warum soll man ihn also abstürzen lassen? Wäre ja schade drum. Dann 2018 ist der Start für das James Webb Space Telescope gedacht. Mit seinem 6,5 Quadratmeter Spiegel ist das einer der größten Spiegel, die wir im Weltraum dann haben oder haben werden. Ist eine Kooperation von NASA, ESA, CSA, also Canadian Space Agency. Wird sehr, sehr teuer mit 3,3 Milliarden US-Dollar. Also man sieht schon, dass die Astronomen doch irgendwie relativ viel Geld bekommen für ihre Geräte. Und da ist die Frage, ob dieses Teleskop das leisten kann, was Hubble, ich meine, jeder kennt diese Hubble-Bilder von Deep Space und so weiter, diese ganzen schönen Aufnahmen vom Weltraum, und sowas erwartet man von dem Gerät auch. Also schon ziemlich interessant. Dann Plato, so das europäische Steckenpferd der Planetenforschung für die nächsten Jahre, steht für Planetary Transits and Oscillation of Stars.
Wird betrieben von der ESA und damit natürlich dann von 13 Mitgliedstaaten. Wird voraussichtlich 800 Millionen Euro kosten, ist also wesentlich günstiger als das James-Webb-Teleskop, aber das hat ja auch viel mehr andere Aufgaben, während sich das auf Planeten wirklich spezialisiert. In seiner Laufzeit, die um die 10 Jahre betragen wird, also von 2024 ist der Start bis 2033, dann ist das Missionsende geplant, also Pi mal Daumen 10 Jahre, wird er etwa 50% des Himmels abdecken und ja, hoffentlich sehr viele erdähnliche Planeten finden, also es wäre dazu in der Lage. Bestehen wird das der Satellit aus 32 Einzelteleskopen. Dadurch erhofft man sich natürlich eine sehr hohe Präzision der Messung. Und wenn man jetzt an die Lichtkurven vorhin zurückdenkt mit diesem kleinen Dip, als ich das Albedo erklärt habe, man hat schon gesehen, dass die relativ ungenau waren. Und wenn jetzt dieser Dip immer kleiner wird, weil der Planet schrumpft, dann wird das natürlich immer schwerer, diesen zu detektieren und zu finden. Und ja, durch so viele Teleskope versucht man das dann eben zu erreichen. Außerdem kriegt das noch zwei extra Teleskope, eins im blauen und eins im roten, glaube ich, dass man das auch ein bisschen spektral nochmal beobachten kann. Ja, abschließen kann man, glaube ich, ganz gut mit den Worten von Luke Skywalker. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Will heißen, dass das, was das Universum für uns jetzt zu bieten hat, ist, liegt noch vor uns. Also wir haben noch längst nicht alles erfahren, was es gibt. Und gerade in der Astronomie, in der Planetenphysik lebt man jetzt, da Plato und das James-Webb-Teleskop gebaut werden, in einer ziemlich heißen Zeit, in der eben diese ganzen Entdeckungen noch vor einem liegen. Dankeschön. Warum sind Sie eigentlich so sicher, dass es wirklich ein Außerirdischer war? I think when you meet these guys, wenn Sie einen von denen treffen, werden Sie es erkennen. Sie haben die Fähigkeit, das Gedächtnis zu löschen, das kann ich sagen. Sowohl ich als auch alle anderen im Raum waren völlig hin und weg von dem Ganzen,